Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Videopodcast aus dem Blog. Diesmal möchte ich euch berichten von gestern. Da war der Freundeskreis bei der Aachener Zeitung Aachener Nachrichten, wo Patrick Helmes und Martin Bader, unser Geschäftsführer von Almania, zu Gast waren und befragt wurden von den AZ-Redakteuren und natürlich auch von einem ausgewählten Publikum, Teilnehmer, die sich da anmelden konnten, die natürlich aber Abonnement haben mussten von der Aachener Zeitung, sonst konnte man daran nicht teilnehmen. Ich habe teilgenommen, wie einige von euch ja auch, wie ich gelesen habe. Aber für alle die, die jetzt nicht dabei gewesen sind, möchte ich mal gerne kurz wiederholen, was da gestern so besprochen worden ist, wie mein Eindruck ist. Ich habe es ja gestern schon auf meinem Blog und auf meiner Facebook-Seite ein bisschen geschrieben, eine kurze Zusammenfassung. Und unterm Strich muss ich sagen, ich war sehr positiv überrascht, das, was der Patrick Helmes gesagt hat. Auch das, was der Martin Bader gesagt hat, wo ich am Anfang ja noch ein bisschen kritisch gewesen bin, wie ihr euch vielleicht erinnern könnt, damals bei der Fanaussprache. Aber ich muss sagen, mittlerweile ist das Bild von ihm wieder sehr positiv. Das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Und da gehe ich aber gleich noch drauf ein. Und man muss ein Kompliment machen an Bernd Büttgens und Christoph Pauli und auch Benjamin Jansen, dem ich gestern fälschlicherweise Björn Jansen genannt habe, in meiner Kurzzusammenfassung. Da hatte ich den Björn Helmich irgendwie im Kopf gehabt. Habe ich aber korrigiert. Also die drei haben gestern auch, fand ich, einen prima Job gemacht. Sie haben genau die Fragen gestellt, die uns Fans auf der Seele, auf der Zunge brennen. Und auch wurde auch uns Fans, die daran teilgenommen haben, es waren so zwischen 85 und 90 Teilnehmer gestern, hat der Björn, hatte der Bernd Büttgens berichtet. Und da kamen auch sehr viele Fragen von uns Fans, wurden dann rangetragen an Patrick Helmes und Martin Bader. Und das war im Gegensatz zu dem ersten Freundeskreis mit Bezug zu Alemannia diesmal recht viel und ausführlich, was ich persönlich wirklich top fand. Ne? Also so muss das auch sein, dass auch wir Fans da genug Fragen stellen können. Und ich meine, es ist klar, wir haben 1000 Fragen. Ja, da könnte der Helmes und der Bader auch noch 24 Stunden sitzen und wir hätten immer noch Fragen. Aber gut, ein kurzes Resümee davon von gestern. Wie gesagt, also ich fand das sehr gut. Das war eine schöne Talkrunde. Es ist fast alles angesprochen worden. Natürlich konnten nicht alle Fragen beantwortet werden im Rahmen der Zeit von knapp einer Stunde, was natürlich auch klar war. Aber so die grundlegenden Fragen, die wurden beantwortet. Natürlich, unser Geschäftsführer Martin Bader ist natürlich immer sehr, sehr vorsichtig, muss er auch sein. Vertragsdetails gibt er natürlich nicht preis. Kam zum Beispiel die Frage, ob der Patrick Helmes eine Ausstiegsklausel hat. Und dann natürlich der Martin Bader gesagt, Vertragsinhalte wird er nicht so sagen. Aber natürlich, was er gesagt hat, ist genau wie Spieler, die einen mehrjährigen Vertrag hier unterschreiben, wobei man natürlich nicht weiß, was ist mehrjährig, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, hätte auch der Trainer einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben, sodass das natürlich dann zwischen Spielern und Trainern auch passen muss von der Zeit her. Ja, dann hat er sich auch geäußert zu Bastian Schmidt, was ja auch sehr viele bedauert haben, was ganz zur Sprache kam, dass man wahrscheinlich, dass Bastian Schmidt den Verein verlassen wird. Martin Bader hat das begründet mit den Worten, dass auf der Position natürlich mittlerweile 3 Spieler zur Verfügung stehen. Mit Özwein, Damaschek und auch Wilton 3 Spieler und von der Wirtschaftlichkeit wäre diese Position jetzt besetzt, sodass für Bastian Schmidt da kein Platz wäre. Aber man hat offen mit ihm kommuniziert, schon lange. Und auch Bastian Schmidt war wohl bei einem anderen Verein sich schon vorstellen gewesen. Und die Akte ist noch nicht endgültig zu, weil auch Martin Bader sagte, in der Vorbereitung kann natürlich viel passieren. Ne? Ich meine, wir kennen das aus der letzten Saison. Auf einmal sind 10 Spieler verletzt. Und dann braucht man ihn vielleicht doch noch. Aber die Chancen, dass er doch noch bleibt, sind halt eben sehr, sehr, sehr gering. Aber schön, dass auch dazu was gesagt worden ist und nicht einfach plump gesagt worden ist, Bastian Schmidt wird den Verein verlassen, Punkt.
Ja, bei Patrick Helmes, da merkt man, also er hat wirklich sehr, sehr viel Bock auf die Mannschaft und er war auch gestern bei der Talkrunde, war er dann zugeschaltet aus dem Tivoli, wo er im Büro gesessen hat und ja, man könnte fast meinen, er arbeitet nicht im Tivoli, er wohnt auch direkt da, ne? Und man merkt auch das, was er sagt. Seine Ziele, seine Vorstellungen, dass er richtig, richtig Bock hat und er kann es eigentlich gar nicht erwarten, bis am 3. Juli endlich das Training beginnt, dass man sich auf die Saison vorbereitet. Und dieses Bock haben, das war auch ja, der Hauptgrund mit auch bei Spielerverpflichtungen. Der Spielerkader umfasst jetzt 17 Spieler aktuell. Und die Neuverpflichtungen, die wurden nach diesen Kriterien ausgewählt, dass sie Bock haben, dass sie willens sind, an ihre Leistungsgrenze zu gehen und über sich hinauszuwachsen. Und dass man natürlich auch wieder diesen Biss haben will, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Er hat natürlich gesagt, von letzter Saison, da kann er natürlich nicht so viel sagen, da will er auch nicht so viel sagen. Aber da muss ein bisschen anderes Denken her und das will er dann der Mannschaft vermitteln. Dazu wird ein neuer Co-Trainer auch kommen, weil, wie gesagt, der Chris Andersen hat sich ja verabschiedet Richtung Kasseupen. Da hat er ein Angebot gehabt, was ich nicht ablehnen konnte. Und Alemannia hat ihm da auch keine Steine in den Weg gelegt. Hat auch Patrick Helmes gesagt, da ist auch ganz offen drüber gesprochen worden. Und eine Chance, bei einem Erstligisten in der belgischen Liga Co-Trainer zu werden, den wollte man Chris Andersen nicht verbauen. Dann war die Frage, wer kommt denn da als neuer Co-Trainer? Und ja, man ist im Gespräch, man hat da mit einigen Kandidaten wohl schon gesprochen. Und da war die naheliegende Frage natürlich von Christoph Pauli, glaube ich, war es, der gefragt hatte, wie es ja mit dem Co-Trainer von Wien denn aussehen würde, mit dem er zusammengearbeitet hat. Und fand ich auch interessant, da hat dann Patrick Helmes gesagt, ja, Wien ist Wien, Alemannia ist Alemannia und er ist da nicht so mit Freundschaften, dass man dann denjenigen welchen holt, sondern es muss passen, wenn man sich austauscht. Der Co-Trainer, der neue, muss die Mannschaft mit nach vorne bringen können. Er muss der Mannschaft noch auch was vermitteln können. Und wenn das alles passt zwischen ihm und auch Martin Baader, dann würde ein neuer Trainer, Co-Trainer vorgestellt werden. Ja, vom Kader her hatte ich ja eben erwähnt, 17 Spieler umfasst er zurzeit. Und auf die Frage, wer denn noch kommen könnte oder was man denn noch plant, ist natürlich gesagt worden, ja, für das Mittelfeld ist noch jemand vorgesehen. Aber auch Abwehr und Sturm, da könnte noch einer kommen. Also denke ich mal, drei Spieler werden dann wohl noch kommen, plus die vier, die dann noch zur möglichen Vertragsverlängerung bereitstehen. Oder halt, wenn jetzt der Frederik Baum verlängert, dass dann die Position in der Abwehr wegfällt. Aber dann ist auch ja, der Spielerkader rund. Und das ist auch das, was der Etat hergibt momentan, hat Martin Baader gesagt. Sollte sich jetzt herausstellen, dass weitere Sponsoren dazukommen oder dass der Etat aus irgendeinem Grund weiter erhöht werden könnte, dann wäre man in der Lage, nochmal zu reagieren, wenn es denn sein müsste. Und aber im Moment hat man einen kleinen Kader und mit dem will man auch in die Saison erstmal starten. Ja, die Frage war natürlich dann auch, wie man Spieler überzeugt, zur Alemannia zu kommen. Und da war sich dann Martin Baader, hat er auch schon damals bei seiner Vorstellung gesagt, aber auch Patrick Helmes, dass Alemannia Aachen immer noch, auch außerhalb von Aachen, noch sehr, sehr hoch im Kurs ist. Ja, ist immer noch ein Name. Da können wir wirklich froh sein. Und dass viele Spieler dann, die man verpflichtet hat, auch bereit waren, finanzielle Abstriche zu machen, um halt eben ja das Ziel mit Alemannia zu verfolgen, dass man irgendwann Richtung dritte Liga gehen will. Natürlich hat es auch Spieler gegeben, die sich dann anders entschieden haben, von der finanziellen Seite her, das ist klar. Wir werden nicht jeden bekommen. Da muss man sich nichts vormachen. Aber Patrick Helmes sieht das nicht negativ, sondern er meint halt eben auch, dass Alemannia mit dem Kader dann natürlich den einen oder anderen Gegner auch überraschen wird, weil man sie aggressiv bespielen wird, dass wir diese Maxime, ne, also diesen Offensivgeist, soll vorgelebt werden. Und da würden sich Mannschaften noch wundern, wenn sie auf die Alemannia treffen würden. Natürlich, es gibt Mannschaften,
Das sind 6 bis 8 Teams, die finanziell bedeutend besser aufgestellt sind als die Alemannia. Aber das soll halt eben durch diesen sportlichen Ehrgeiz kompensiert werden. Inwieweit das dann gelingt, das werden wir natürlich dann sehen, wenn die Saison beginnt. Ist natürlich auch klar, alles steht und fällt, sage ich mal, mit den ersten 5 Spielen. Ja? Wenn wir dann ersten 5 Spielen unten drin hängen, dann ist die Saison eh wieder im Eimer. Aber vielleicht kommt es auch mal anders, dass wir wirklich eine Truppe erleben, die sich ein Bein ausreißt und vielleicht auch mal wieder mal gut in die Saison startet, sodass man von Anfang an oben mit dabei ist, zumindest in den höheren Regionen. Ja, und dass er dann durchgespielt werden kann, ne? Und nicht wie letzte Saison, dass man dann auf einmal 2 Spiele gespielt hat und hat dann 4 Spiele Pause aufgrund von Corona, ne? Und das ist natürlich weiterhin ein großes Thema, Corona. Momentan, ne, wisst ihr ja selber, sieht das alles schön aus. Die Inzidenzzahl ist auf 12 in der Städteregion mittlerweile. Es gibt viele Lockerungen und ja, die Frage ist aber, was ist bis zum Saisonstart möglich? Und was ist dann im Herbst und Winter? Wie wird es dann aussehen, wenn die Zahlen vielleicht wieder ansteigen werden? Martin Bader war gestern beim Westdeutschen Fußballverband mit den anderen Regionalliga-Vertretern zu einem Präsenzmeeting. Nach langer Zeit hat man sich nochmal wirklich vor Ort treffen können. Und dann ist noch gesagt worden, dass der Saisonstart definitiv der Regionalliga West am 12. August, an das Wochenende, stattfinden wird. Und dass man mit 20 Teams dann ins Rennen gehen wird. Ne? Also der KFC Uerdingen wird dann wahrscheinlich in der Regionalliga starten. Da ist man noch schwer am Kämpfen, eine Mannschaft und den finanziellen Rahmen zu bekommen. Aber das sieht dann doch sehr gut aus, anscheinend. Ja, und Alemannia plant dann auch so mit 6.500, 7.000 Zuschauern, die dann in Tivoli rein dürfen. Also es gibt wieder diese Zahl, 30% Auslastung soll es dann geben. Quasi so wie im letzten Jahr mit entsprechendem Hygienekonzept haben wir alles, was es natürlich nicht geben wird. Und das ist natürlich für uns Stehplatz, ja, Steher. Natürlich sehr schade, der Stehplatz bleibt weiterhin gesperrt. Und dann denke ich mal, wenn es zu dem Dauerkartenverkauf kommt, dass wir dann das Angebot wieder kriegen, uns dann ja so lange auf der Sitzplatztribüne zu setzen, bis der Stehplatz irgendwann wieder offen ist im Rahmen der Möglichkeiten. Aber Thema Dauerkartenverkauf, da möchte man erstmal abwarten, bis Anfang Juli die neue NRW-Landesschutzverordnung oder Corona-Schutzverordnung präsentiert wird, was da drin steht. Und danach will man dann mit dem Dauerkartenverkauf starten. Ja, zum Preis. Es soll nicht teurer werden, sagte Martin Bader. Wenn es dann anders kommen sollte, will man es transparent darlegen. Warum, weshalb, wieso? Weil das Ganze muss den Gremien vorgelegt werden. Die müssen es absegnen von uns und er geht aber davon aus, dass es keine Änderungen geben wird. Juli sollen dann die Dauerkarten rauskommen. Anfang, Mitte Juli soll dann auch der Spielplan der Regionalliga West rauskommen, kurz nachdem dann die Drittliga veröffentlicht worden ist. Und ja, dann wird man schon sehen, wen man dann auf dem Tivoli als Gäste präsentiert bekommt. Wäre natürlich schön, wenn es Anfang direkt sehr gute Gegner kommen würden. Nicht nur, dass dann auch wieder viele Zuschauer im Tivoli gehen, also maximal dann die 6.500 oder 7.000, sondern dass es auch über eine Zeit lang gehalten werden könnte, denn Alemannia plant konservativ, Martin Bader sagte, er orientiert sich da an den letzten Saisons und man rechnet damit 5.000 im Schnitt. Ja, da haben natürlich einige zu Recht schon angemerkt, 5.000, das ist aber ganz schön viel, ne? Da sollte man eher bei 3.000 mal anfangen. Aber ja, also ich denke mal, er sagt das nicht aus ohne, also nicht ohne weiteres, dass man so 5.000 anvisiert. Da wird natürlich bestimmt ein Puffer nach unten sein, sodass man etatmäßig da nicht ins Minus geht. Weil auch das hat Martin Bader gesagt, was auf keinen Fall geben wird, ist, dass man wieder ins Risiko gehen wird. Und wenn der Etat nicht mehr hergibt, dann gibt der Etat nicht mehr her, beispielsweise Verpflichtungen. Ne? Und dann ist das eben so. Da hat er gleichzeitig natürlich auch ein großes Lob an den Gremien ausgesprochen, die natürlich in den zurückliegenden 3 Jahren
dazu beigetragen haben, dass die Alemannia mit einer schwarzen Null abgeschlossen hat und dass man wohl sogar mittlerweile ein ganz kleines eigenes Kapital aufbauen konnte, was ja für einen Verein wie uns ja auch nicht schlecht ist, sodass wir wirklich auf soliden Füßen stehen. Und das soll auch so bleiben und deshalb wird es auch kein Risiko geben. Und finde ich persönlich gut, dass wir uns nicht ins Risiko stürzen und ja, das Ziel ist natürlich klar, die jungen Talente mit den etablierten Spielern, die sollen natürlich dann überraschen. Und der Plan ist halt eben langfristig angelegt, dass man in einigen Jahren dann wirklich dann den Angriff auf die dritte Liga machen kann. Natürlich sagt man, macht den Bader gerne nächste Saison, aber das wäre natürlich vermessen, wenn man das als Ziel ausgeben würde. Und ja, ein konkretes Ziel hat man sowieso nicht definiert. Das war aber auch schon vorher klar. Ja, Patrick Helme sagte dann noch, die Attribute der, an die Mannschaft ist natürlich dann, dass sie den Gegner aggressiv bespielt, dass sie kampfstark ist, dass sie bis in ihre Grenzen geht. Und ein großes Manko war wohl auch letzte Saison, bedingt natürlich auch durch Corona und den ganzen Spielverschiebungen und Ausfällen, dass die Fitness der Mannschaft nicht so gut gewesen ist. Und dem will man entgegenwirken, weil Fitness, das wäre das A und O. Patrick Helmes meinte, er war früher auch nicht so der fitteste Spieler. Aber er hat natürlich durch seine Trainertätigkeit und Hospitation bei anderen Trainern natürlich gelernt, dass die Fitness die Grundlage ist. Und wenn man ja 20 Teams in der Regionalliga hat, dann weiß man, wie lang der Spielplan ist. Das haben wir ja letztes Jahr schon gesehen. Und das, was man machen will, ist, dass die Spieler sehr, sehr fit sind. Und dafür wird auch schon der Grundstein mit dem ersten Trainingstag angelegt. Was eine Fitness ausmacht, das haben wir eigentlich in den vergangenen Jahren immer gesehen. Ne? Also auch wenn wir nicht gut waren, aber wir waren fit gewesen. Ne? Und das ist so ein bisschen abhanden gekommen. Wie gesagt, letztes Jahr war eine besondere Situation mit allem drum und dran und ja, das ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn die Fitness so weit oben ist, dass einem dann nicht nach 70 Minuten die Puste ausgeht. Dann gab es auch noch ein Thema, ja, wie will man die Mannschaft wieder formen, wieder als Team zusammenbekommen. Das war dann meine Frage auch gewesen, wie Patrick Helmes das schaffen will. Dass die Mannschaft wieder eine Mannschaft wird und nicht diese einzelnen Gruppierungen. Und ja, Patrick Helmes hält nichts davon, außerhalb irgendwas zu machen, wie im Kletterpark zu gehen oder Kart fahren oder sonst irgendwas zu machen, sondern die Mannschaft soll sich auf dem Platz zusammenschweißen im Training. Das, was ja, er und sein Co-Trainer dann auch vorgeben werden. Und vor allem Disziplin, Verantwortung will man ihnen mitgeben. Und Verantwortlichkeit, und das soll letztendlich dann dazu beitragen, dass die Mannschaft dann wieder auch ein Team wird. Da gab es die Anschlussfrage auch Thema Hierarchie, die es ja letztes Jahr auch nicht gegeben hat. Und ja, da hat dann der Patrick Helmes gesagt, ja, mit der Spielerrevolte, dann teilt sich die Mannschaft in zwei Lager. Und wenn dann noch negative Ereignisse dazukommen, dann will keiner mehr führen und dann gibt es auch keine Hierarchie mehr. Und genauso ist es ja bei uns auch gewesen. Und dem will man jetzt entgegenwirken und hat ja auch mit den Verpflichtungen entsprechend ja auch ja, die Spieler geholt, die dann auch führen sollen in der Mannschaft. Und ja, da darf man dann gespannt sein, wie das auf dem Platz aussehen wird. Vor allem darf man gespannt sein, wenn wir tatsächlich mal so eine kleine Durststrecke haben, wie die Mannschaft sich dann da wieder aus dem Sumpf rausrobbt. Eine weitere Frage war natürlich dann gewesen, wie will die Alemannia spielen, was für ein System will sie spielen, und dann meinte Patrick Helmes, dass die Mannschaft so zusammengestellt worden ist, dass sie mit einer Dreierkette agieren kann oder auch mit einer Viererkette. Das wird aber dann individuell angepasst auf den jeweiligen Gegner, ob er mit einer Doppelspitze antritt. Umgekehrt könnte auch die Alemannia mit einer Doppelspitze antreten, das hätte auch letzte Saison hätte man gesehen, dass Dahami vorne alleine wenig bewegen kann, aber wenn er einen Partner hat, dass das Ganze dann schon wieder anders aussieht. Und was man machen will, ist natürlich Offensivfußball zeigen. Wurde das ja auch versprochen, klar. Aber die Offensive soll es sein, der Gegner soll aggressiv bespielt werden. Ja, da darf man dann gespannt sein in den ersten Spielen, wie das dann aussieht. So von der Theorie. Klingt das schon mal ziemlich gut.
Zum Spielerkader ist dann noch gesagt worden, dass ja, so 5 Talente aus der U19 dann auch immer bei der ersten Mannschaft dabei sein sollen und dass auch die U19 mit den Profis enger verzahnt werden sollen, damit Talente frühzeitig entdeckt werden und entsprechend mit der Alemannia gebunden werden können und nicht, dass die dann von anderen Vereinen schnell abgeworben werden, weil wir aus irgendwelchen Gründen da keinen Fokus drauf haben. Das soll jetzt verhindert werden durch diese engere Verzahnung, dass uns da kein Talent mehr durch die Lappen geht. Ne? Das war ja auch eine Kritik gewesen, dass ja viele Talente nach Leverkusen oder Düsseldorf oder auch Köln gegangen sind, die man hier gar nicht mehr auf dem Schirm hatte oder aus den unterschiedlichsten Gründen, die hier keine Chance bekommen haben. Das soll in Zukunft anders werden und man sieht ja bisweilen letzte Saison, was sich da herauskristallisiert hat, dass das anscheinend der richtigere Weg sein wird. Ja, dann gab es noch ein kurzes Thema zum Hauptsponsor. Man weiß ja, der Kutsch hat ja gesagt, er will nicht mehr verlängern, er hat die Schnauze voll. Und das ist natürlich Martin Badau gefragt worden, wie es denn da aussieht, warum es so gekommen ist. Und naja, Martin Badau, natürlich Vollprofi, hat das Ganze dann ganz charmant umschrieben, ne, dass natürlich ein Sponsorenvertrag auslaufen kann. Das wäre ganz normal im Fußball, dann wird er eben nicht verlängert oder er will nicht verlängert werden und ja, da muss man sich einen neuen suchen. Und Martin Bader hat bei seinem Amtsantritt sich diese Verträge angeschaut, hat mit Herrn Kutsch auch gesprochen und ja, dann hat man natürlich schon nach Alternativen Ausschau gehalten, weil man also wusste, es wird wahrscheinlich nicht verlängert werden. Ja, und so ist man momentan auf aktiver Suche nach einem neuen Hauptsponsor und da ist man auch in Gesprächen und generell sucht man auch Sponsoren überregional, weil Martin Bader hat dann so seine Vorstellungen mal preisgegeben, dass Sponsoren natürlich nicht nur einfach mit ihrem Namen hier bei Alemannia irgendwo plakativ draufstehen, sondern sie sollen die Alemannia auch begleiten, sie sollen zu der neuen Story beitragen, der Alemannia, die eine große Historie hat und am Ende, wenn es dann irgendwann zu einem Aufstieg reicht, dass man dann sagen kann, ja, wir haben sie begleitet. So jetzt mal kurz zusammengefasst. Das sollte dann auch ein Ansporn für die Sponsoren sein, den Weg der Alemannia, den man jetzt gehen will, mitzugehen und mitzutragen. Einige Sponsoren tun das ja, die ja schon ihre feste Zusage gegeben haben. Auch sollten sich die Situation in den Herbstmonaten ändern, wie das letztes Jahr gewesen ist, dass man bei der Stange bleibt. Aber auch für zukünftige Sponsoren soll natürlich das ein Anreiz sein, hier bei Alemannia ja, zu investieren. Ja, da wurde noch gesagt, dass, oder es wurde gefragt, wie es denn mit Testspielen in der Region aussieht. Und da hat Martin Bader gesagt, es wird auf jeden Fall Testspiele in der Region geben. Und sobald alle Verträge final sind, wird man dann auch den Sommerfahrplan herausgeben. Man wird vom kleinen Gegner anfangen bis am Ende des, ja, oder bis kurz vor dem Saisonstart dann halt eben mit einem ja, größeren Gegner dann diese Testspielserie abschließen, um halt eben sich ja, zu gewöhnen, zu steigern von kleinen Gegnern bis zum großen Gegnern. Was immer, wie immer der große Gegner aussehen wird, zumindest denke ich mal, wird es ein Regionalligist werden. Genaueres werden wir dann aber erfahren, wenn die Verträge dann halt eben entsprechend unterschrieben sind und Alemannia das Ganze veröffentlicht hat. Ja, Patrick Helmes sagte dann noch auf eine Frage hin, ob man denn das neue Spielsystem überhaupt ja, der Mannschaft vermitteln kann bis zum Saisonstart. Und ja, da meinte Patrick Helmes, natürlich kann man das. Man wird vom ersten Tag an dafür trainieren. Man wird tagtäglich trainieren. Er sagt sogar, dass es auch zweimal sein wird, also einmal um 11 Uhr, einmal um 15 oder 15.30 Uhr. Und seine Philosophie ist halt eben auch während der Regionalliga-Saison, dass man trainiert und dass es immer nach dem Spiel, der nächstfolgende Tag, dann immer frei sein wird. Aber ansonsten wird trainiert, trainiert, trainiert. Ja, da gab es noch eine Frage zur Infrastruktur der Alemannia und auch da hat Martin Bader klar gesagt, man hat momentan einen Trainingsplatz, der natürlich viel zu wenig ist. Und
Ja, man könnte den Trainingsplatz gar nicht sanieren, weil man ja gar keinen anderen Platz hätte, wo man drauf spielen könnte. Und das wäre das große Manko. Und das ist auch, was man mit der Stadt und der Stadionbetreibergesellschaft angehen möchte, dass man mindestens einen weiteren Platz, wenn nicht sogar drei Plätze benötigen würde, um einfach eine Infrastruktur schaffen, wo die Alemannia-Profis trainieren können, aber auch wo die Jugend trainieren kann. Denn bislang hat die Jugend auch keinen eigenen Platz und Martin Bader meinte, das kann gar nicht sein, dass die Jugend immer irgendwo verstreut trainieren und spielen müsste. Das müsste alles vor Ort sein. Und das wäre auch ein Ziel, längerfristig angelegt natürlich, dass die Infrastruktur der Alemannia rund um den Tivoli deutlich verbessert wird. Die Infrastruktur an sich ist ja schon gut mit dem Stadion und alles, was drumherum ist, aber halt eben vom Trainingsplatz her gesehen und von der Jugend her, da muss bedeutend mehr gemacht werden. Und das hat man auf den Schirm und das will man auch angehen. Ja, zum Abschluss sagte dann Martin Baader und Patrick Helmes dann noch halt eben, dass beide natürlich ja, Profis sind, ne, die schon in höheren Ligen gearbeitet haben. Patrick Helmes als Stürmer damals in der Bundesliga und ja, Martin Baader bei Nürnberg, Kaiserslautern. Und dass sie natürlich jede Menge Erfahrungen haben und diese Erfahrungen werden sie natürlich an den Spielern weitergeben und vor allem werden sie, also wird die Mannschaft dann auch Disziplin und Verantwortlichkeit lernen und auch Respekt. Und mit diesen Eigenschaften will man dann verhindern, dass es zu irgendwelchen Ausscherungen kommt zukünftig. Und dass die Mannschaft wirklich dann, beziehungsweise das ganze Team als ja, verschworene Gemeinschaft dann auch zusammenwächst. Ja, das waren so die wesentlichen Sachen, die gestern besprochen wurden. Wie gesagt, so eine Stunde ist ja dann auch mit der Zeit dann ziemlich knapp bemessen bei all den Fragen. Aber wie gesagt, es war ein guter Mix gewesen, ne? Also die Redakteure haben gute Fragen gestellt. Und auch Fanfragen von uns wurden beantwortet. Und ja, es war sehr schön gewesen, diese Talkrunde. Da muss man wirklich sagen, Kompliment an alle Beteiligten. Und ja, es ist schön, wenn sich das etablieren würde, dass man das weiterführt. Und vielleicht, dass man diesen Freundeskreis sogar eines Tages dann mal wieder auch mit Präsenz machen kann. Ne? Dass das im Glömmchensclub stattfindet oder bei der Aachener Zeitung in deren Räumlichkeiten oder wo auch immer. Aber halt eben, dass man dann auch mal wieder direkt live vor Ort ist und sich nicht nur durch die Kamera ins Gesicht schauen kann und irgendwas tippern muss. Und ja, es ist ein schönes Format, was die Aachener Zeitung und Aachener Nachrichten sich da ausgedacht haben. Es war ein sehr guter Mix und es war für mich eine schöne Veranstaltung. Hat der einer von euch, der dabei gewesen ist, vielleicht auch so gesehen. Und ja, nach dem, was Martin Baader und der Patrick Helmes gesagt haben, habe ich ja gestern schon geschrieben. Also ich habe wieder richtig Bock auf die neue Saison, wo ich ja noch vor 3, 4 Wochen ja schon die Schnauze dermaßen voll hatte von der Saison, dass ich ja gar keinen Bock mehr hatte. Aber ne, typisch das Alemannia-Gen, ne, das ist schon wieder zack aktiviert und ja, jetzt freuen wir uns auf die neue Saison, auf die neue Mannschaft und wollen hoffen, dass der Saisonstart auch gelingt und nicht, dass wir dann irgendwie 2 Spiele in Folge wieder verlieren und alles wieder das zarte Pflänzchen der Hoffnung direkt wieder so plopp, platt getreten ist und diversen Foren und Social Medien dann schon wieder vom Abstieg gefaselt wird. Nein, davon wollen wir nichts hören. Wir sind jetzt optimistisch, positiv gestimmt, dass die neue Mannschaft uns endlich mal das zeigen wird, was wir gerne sehen wollen, wo wir gerne nachlechzen. Und das Wichtigste ist auch, dass wir endlich wieder ins Stadion dürfen. Auch wenn es nur 6.500 oder 7.000 Zuschauer sind. Mein Gott, es könnte schlimmer sein. Gar keine Zuschauer ist bedeutend scheiße. Ja, das war es als Zusammenfassung von den gestrigen Freundeskreistreffen. Und ja, wenn ihr Anmerkungen habt, könnt ihr es gerne hier in den Kommentaren drunter schreiben. Wenn euch das ganze Format hier von meinem Videopodcast gefällt aus dem Blog, dann könnt ihr das gerne auch liken, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ihr könnt auch dieses Glöckchen aktivieren, dann kriegt ihr immer die Mitteilung, wenn ich was Neues hier in dem Äther reinspreche. Und ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich sage dann ciao, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß!